So, und dann schalten wir nochmal zurück zur Folie, in der ich darüber spreche, wo ihr der digitalen Gesellschaft überall folgen könnt. Und zwar ist es einmal bei Mastodon und außerdem, wir sind wieder zurückgegangen. Manche Leute gehen ja weg von Instagram, gehen weg von Mastodon, wir gehen zurück zu Instagram. @digitalegesellschaft findet ihr die DigiGuess bei Instagram und @digiGuess@chaos.social immer noch bei Mastodon. Genau. Wir kommen noch nicht zum nächsten Vortrag, weil wir noch Folien angucken. Genau, und deswegen sage ich nochmal, dass Mackie und RT Unreal an der Bar ihr Bestes geben und sich immer freuen, wenn Leute ihre Flaschen in der Hand halten oder sie so hinstellen, dass sie nicht laut klirrend umfallen. Aber wenn, dann ist es auch ganz amüsant für uns zwischendurch, weil jedem ist das schon mal passiert. Und man freut sich dann innerlich ein bisschen, dass es diesmal nicht man selber ist, der dieses Geräusch erzeugt. Genau, jetzt reden wir mal über Dinge, die Frauen betreffen. Das ist gut, dass wir gemischt sind, weil es wäre schlimm, wenn nur Frauen darüber reden würden, was Frauenthemen betrifft. Abtreibung und wie man abtreibt und so weiter. Terre des Femmes sagt, über 20 Millionen Frauen, die ungewollt schwanger sind, haben keine Möglichkeit zur medizinischen Versorgung, um eine Abtreibung richtig vornehmen zu können in Europa. Das betrifft teilweise auch Menschen, also schwangere Personen in Deutschland. Hier habe ich euch mal das Gesetz mitgebracht, das aktuell gilt. Das Gesetz ist von 1871, wurde aber, um der Modernität der Zeit, um einen Schritt mitzuhalten, angepasst. Die bis zu 5 Jahre Zuchthaus wurden 33 abgeschafft und umgewandelt in Todesstrafe. Nach 45 wurde das dann mit der Todesstrafe wieder gelassen. Aktuell ist es so, bis zu 3 Jahre oder Geldstrafe für die Person, die eine Abtreibung vornimmt. Genau, jetzt denke ich so, Moment, aber ich kenne die Person und die haben alle abgetrieben. Also ja, es gibt, man ist erstmal, wie sagt man, wenn man was Böses macht, man ist erstmal straffällig, kann sich dann aber durch Handlung dieser Straffälligkeit wieder entziehen, indem man halt bestimmte Prozedere verfolgt, die einem dann wieder frei halten davon. Wir gucken mal an, so sieht es in Europa aus. Also grün heißt, yes, man kann abtreiben. Diese hell popelgrüneren Sachen heißen, man muss noch beraten und warten. In Deutschland muss man beraten und warten. Und Polen ist das Land, das sagt, ja, nur in Ausnahmefällen. Und jetzt gucken wir mal nochmal im weltweiten Vergleich. Die Daten sind jeweils vom Center for Reproductive Rights, auch von Terre des Femmes mitgesammelt. Da sind Schwangerschaftsabbrüche nicht erlaubt. Das heißt, diese türkisblauen Farben sind das, wo es auf Verlangen erlaubt ist, was ja schon mal ganz gut ist, so die ziemlich meiste nördliche Hemisphäre abbildet. Südlich sieht es so ein bisschen schwierig aus, außer in den ehemaligen britischen Kolonien vielleicht. Ob das zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber Inga Karnitz ist von der Outreach-Koordination bei Women on Web und außerdem Sozialpädagogin. Sie ist dort aktiv. Seit 2005 gibt es, das ist eine Webseite, wo Frauen sich informieren können, wie sie abtreiben können, wo sie Medikamente bekommen können oder wie sie auch zu Hause selber eine Abtreibung durchführen können. Denn es gibt genug Länder, wo es nicht möglich ist, überhaupt eine medizinische Versorgung oder Zugang zu medizinischer Versorgung in der Hinsicht zu bekommen. Und die bereiten halt eine Unterstützung in einem Online-Zugang, dass man Medikamente dort bestellen kann, Anleitung bekommt, wie man im eigenen Heim einen Schwangerschaftsabbruch durchnehmen kann. Genau, in 170 Ländern gibt es das. Das Angebot gibt es auf 16 Sprachen. Wichtig ist denen, dass sie Versorgung, Forschung und Lobbyarbeit betreiben. Und es geht auch um digitale Rechte. Ich habe erst mal gedacht, wie ist das Problem jetzt im Internet? Da ist ja ganz cool, du bist ja anonym, mehr oder weniger. Aber seit einer Weile werden diese Suchergebnisse unterdrückt und die Algorithmen versuchen, Frauen von diesen Informationen fernzuhalten. Und wie das genau funktioniert, das wird uns Inga Karnitz jetzt erzählen. Inga, komm mal bitte. Einmal Applaus für Inga, bitte. Okay, vielen Dank für die Einladung und dass ich heute hier sein kann. Ich mache jetzt mal, passt das alles so technisch? Genau, ihr habt es gerade schon gehört, ich bin hier heute als Vertreterin von der Organisation Women on Web.
Der Titel hier, Digital Suppression, klingt ja schon mal, Suppression klingt auf Englisch, so sagen es zumindest meine Kolleginnen, die eher international vernetzt sind, klingt ja schon mal eher ein bisschen blöd und frustrierend. Bevor wir aber damit anfangen, habe ich aber auch das Glück, euch erstmal ein bisschen Einblick zu geben in die lange Geschichte von der Kombination von Abtreibung und dem Digitalen und wie was da eigentlich die letzten 20 Jahre passiert ist und wie wertvoll das ist und spannend. Ich dachte, weil das Publikum hier ist ja wahrscheinlich sehr gemischt und viele von euch wissen nicht so ganz genau, wie funktioniert das eigentlich mit den Abtreibungen und was hat das mit Digitalen überhaupt zu tun, wie kann das funktionieren. Fangen wir einmal kurz mit den Basics an. Es gibt unterschiedliche Arten, eine Abtreibung zu machen und eine davon sind Medikamente. Dafür braucht man zwei verschiedene Pillen, die sowas wie eine kleine Fehlgeburt auslösen. Das kann man laut der Weltgesundheitsorganisation mittlerweile sogar bestätigt, zu Hause bis zur 12. Woche sicher machen. Das ist mittlerweile seit 2022 sogar von dieser großen Organisation als Zugang zur Abtreibung empfohlen. Das ist total sicher und kann, wenn da Komplikationen aufkommen, die sind ganz selten, so 1-2%, dann können die auch gut behandelt werden. Man kann, ihr habt eben die Karte gesehen, da ist ja ganz viel rot auf der Welt. Das Besondere ist auch, dass man gar nicht erkennt, ob man jetzt diese Pillen genommen hat oder ob das eine Fehlgeburt ist. Das heißt, selbst sollte man mal zum Arzt oder Ärztin oder ins Krankenhaus müssen, kann man einfach sagen, ich hatte eine Fehlgeburt und kann dann da eine, in aller Regel die Behandlungen bekommen, die man braucht. Aber wie gesagt, das ist eh nur in Ausnahmefällen. Aber ist schon mal was Abtreibungspillen zu einem ganz wichtigen Mittel macht, weltweit gesehen. Genau. Was braucht man, um das zu Hause machen zu können? Man braucht gute Informationen, also wie macht man das, die Länge der eigenen Schwangerschaft rausfinden und so weiter. Wie nimmt man dann die Pillen, wie checkt man dann danach, dass das auch erfolgreich war? Das sind alles Informationen, die kann man, die ist gut, wenn man die online findet. Was auch gut ist, ist, wenn man in der Nähe von einem Krankenhaus ist. Genau, soweit erstmal. So funktioniert eine medikamentöse Abtreibung und die kann eben auch zu Hause gemacht werden. Was ist jetzt aber Telemedizin? Da gibt es unterschiedliche Formen und ich erkläre euch jetzt einmal, wie Women on Web das macht und zwar schon seit 20 Jahren. Und zwar können gerade ungewollt schwangere Menschen Women on Web online finden. Dass das manchmal ein bisschen schwieriger ist, das werdet ihr gleich noch im Laufe des Vortrags sehen. Und wenn, wo war ich denn geblieben? Genau. Die Person kommt auf die Website und kann einmal eine Konsultation ausfüllen. Das sind ungefähr die Fragen, die auch eine Ärztin oder ein Arzt fragen würde. Und wenn da alles gut aussieht, kann dann wird das von dem Helpdesk von Women on Web, also das ist Teil des Teams, was in 16 verschiedenen Sprachen arbeitet, einmal durchgesehen. Wenn da alles gut aussieht, kann dann eine Ärztin von unserem Team ein Rezept ausstellen. Das wird dann digital an eine unserer Partner in den Apotheken auf der Welt weitergesendet. Und die können dann ein Päckchen losschicken. Und diese Menschen bekommen dann aus dem Ausland ein Päckchen nach Hause. Und zwar unabhängig davon, in welchem legalen Setting sich die Person befindet. Wir haben die Zahl eben schon gehört, Women on Web ist in über 170 Ländern aktiv. Da sind viele dabei, die auf dieser Karte eben rot aussahen. Und können dann mit der Anleitung und der also Online-Begleitung per E-Mail eine Abtreibung sicher zu Hause durchführen. Was wir also sehen, Abtreibungspillen und das Digitale sind das eigentlich das perfekte Match. Also es ist ein medizinischer Vorgang, der ist eigentlich wie gemacht für das Internet. Und wie das angefangen hat und was da so los war, ist auch eine sehr spannende Geschichte. Und da wollen wir einmal reingehen. Weil ihr könnt euch sicher vorstellen, vor 20 Jahren war sowohl das Internet noch ein anderes als heute, aber auch medikamentöse Abtreibungen waren selbst in der medizinischen Community auch noch weniger anerkannt, weniger verbreitet.
es gab ja immer so die Hoffnung, das Internet verändert alles und alle Diskriminierungsformen sind weg und so weiter. Und das ist ja ziemlich schnell gecrashed. Für Women on Web ist diese Freiheit, die weitere Anwendung des Internets weltweit gebracht hat, ziemlich lange gut gegangen. Die Website von damals, von 2005, die online gegangen ist, die sehr heute, würde die keinem einzigen Suchmaschinenoptimierungskriterium überhaupt erfüllen, sondern das war eine niederländische Ärztin, die da wie ein Notizbuch mit allen Informationen drauf gepackt hat, wie man die Pillen benutzt, wo man die kriegt, wie man sich ein Rezept faken könnte, wenn man irgendwo am anderen Ende der Welt ist und an diese Pillen rankommen muss und so weiter. Also alle Informationen, die es irgendwie gibt, die vorher von Regierungen vor allem, aber auch von ÄrztInnen wie gegatekept wurden, waren dann plötzlich online. Und das ist natürlich, das könnt ihr euch natürlich vorstellen, das ist eine Verschiebung des Machtverhältnisses und des Kräfteverhältnisses. Und deswegen ist das auf eine Weise sehr radikal und ist erst jetzt so im Laufe der Jahre ganz normal geworden. In den letzten Jahren, besonders seit Covid zum Beispiel, ist es in England und Frankreich, ist es jetzt ganz normal, dass man Telemedizin machen kann und eine Abtreibung zu Hause. Und das geht aber zurück auf diese vielen Jahre Geschichte von solchen Organisationen wie Women on Web und auch anderen, die das lange vorangetrieben haben. Das Internet aber, habe ich euch das nochmal mitgezeigt, das sind jetzt nicht die Website von 2005, das ist jetzt ein paar Jahre später schon, die ganz alten habe ich nicht mehr gefunden, aber ihr seht auch, das ist noch eine sehr oldschool aussehende Website. Genau. Also ich habe ja gerade schon gesagt, das ging überraschend lange gut, dass Leute aus über 170 Ländern einfach online suchen konnten, Abtreibung zu Hause, was tun, schwanger, in allen möglichen Sprachen. Und die haben dann Women on Web gefunden. Bis heute hat Women on Web über 120.000 Abtreibungen begleitet. Also ist auch schon eine Hausnummer. Und dann wurde es aber noch vor gar nicht so langer Zeit etwas holprig. Und das ist ungefähr auch der Zeitpunkt kurz nachdem Covid angefangen hat. Und das schauen wir uns mal genauer an. Ich habe hier mal exemplarisch, ich könnte euch jetzt sehr viele verschiedene Graphen zeigen, ich habe einen mal mitgebracht. Und zwar ist der Traffic und die Sichtbarkeit von Women on Webs Website. Man sieht hier Mai 2020 rum, innerhalb von 48 Stunden um 80% eingebrochen. Und das ist auch seitdem nicht mehr wieder hochgegangen in dem Maße, wie es runtergegangen ist. Die These, die da so ein bisschen hintersteckt, ist, dass, erstmal, wie passiert sowas bei Google? Alle paar Monate macht Google einen sogenannte Google Core Updates. Die wollen die Suchergebnisse optimieren für die Menschen, die nach was suchen. Das ist jetzt natürlich fragwürdig, wie erfolgreich sie damit waren, weil Menschen, die nämlich jetzt nach Abtreibungen online, Abtreibungspillen und so weiter gesucht haben, sind nicht mehr auf Women on Web Website gelandet. Was ist da passiert? Man geht davon aus, dass dieses Update eigentlich Falschinformationen, Fehlinformationen zu Covid eindämmen sollte und dadurch dann aber sozusagen als Kollateralschaden eigentlich sämtliche Organisationen, die zu medizinischen Themen und gerade zu so Repro-Themen wie Abtreibung, Verhütung und so weiter davon mit erwischt worden sind. Genau. Wir gucken uns jetzt mal die Problembereiche an. Das eine haben wir jetzt schon gesehen, einfach um diesen Zeitstrahl so ein bisschen zu gucken. Das war 2020, aber diese regelmäßigen Google Core Updates, die da auf irgendeiner Weise das Ranking der Website von Women on Web stark beeinflussen, auch in jeder Sprache ein bisschen anders und dann ändert sich das auch immer mal wieder. Genau, aber das ist nicht das Einzige, was Abtreibungen im Internet hat es nicht mehr so einfach. Gerade wenn man jetzt schaut, wo schauen viele junge Menschen nach Informationen, ist es natürlich auch Social Media, Instagram, TikTok,
Facebook, Meta, alles Mögliche. Und was wir da sehen, sind unterschiedliche Arten und deswegen dieser Sammelbegriff Digital Suppression, könnte man sagen. Also wir kennen das auch, ich bin auch Sexualpädagogin, man kennt das auch von Content, der so zu alles, was mit Sex zu tun hat und Aufklärung und so, dass es da total schwer ist, das da offen im Internet drüber das zu öffentlichen. Was wir da sehen, ist sowas wie Blocken und Entfernen von Inhalten, Shadowbanning, das heißt, die Seite wird nicht einfach angezeigt, wenn Leute nach dir suchen. Also es ist also die Reichweite von Posts auf Instagram zum Beispiel sind ganz, ganz stark eingeschränkt. Ich sage immer so, ich wäre nicht gerne die hauptverantwortliche Person in einem Social-Media-Team zum Thema Abtreibung. Das macht nicht so viel Spaß. Genau, die Suchmaschinen haben wir eben schon drüber gesprochen. Das betrifft aber zum Beispiel auch Ads, also Werbeanzeigen. Da sind so ungefähr alle Regeln, die man sonst eigentlich so hat, wie man gut Werbung macht, damit Leute einen finden können, ausgehebelt, weil man beim Thema Abtreibung dann versuchen muss, so vage wie möglich zu sein, damit da überhaupt irgendwas durchkommt. Ich habe euch gleich mal ein paar Beispiele gezeigt. Genau, aber dann passiert natürlich auch sowas, dass manuell Inhalt gemeldet wird und moderiert wird. Und so passiert das, dass dann Accounts geblockt sind und dass dann ganz viel Arbeit ist, dann wieder an die ranzukommen. Und so eigentlich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen diese sehr wichtigen Informationen, die tatsächlich ja auch für viele Menschen auch lebenswichtige Informationen sind, eingeschränkt sind. Wir können über die Google Core App jetzt noch ein bisschen genauer reden. Als kleiner Disclaimer, ich komme eher so aus der Repro-Ecke und bin da bei Women on Web gelandet. Und deswegen, ich sage es mal so, wenn Women on Web als Organisation vor 2020 nicht eine Digital Rights Organisation gewesen ist, dann musste es dann spätestens dann eine werden. Und so ist es ein bisschen bei mir auch. Also ich bin jetzt auch in diesem Thema ein bisschen drin und erkläre euch das so gut ich kann. Und ich freue mich natürlich aber auch, mit euch dann noch weiter darüber zu sprechen. Was ist da also los? Warum werden Abtreibungsinhalte in diesen Suchmaschinen so bestraft, sage ich jetzt mal? Ist das extra? Ist da irgendwie so ein malicious intent? Oder ist das wirklich einfach nur ein Nebeneffekt von anderen Updates? Was wir wissen, ist, dass Google jetzt keine großartigen Probleme damit hat, offen zu lügen über die Ranking Factors und wie das alles funktioniert. Zum jetzigen Zeitpunkt glauben wir nicht, dass das extra anti-abtreibungsmäßig eingerichtet ist. Aber was man schon sehr klar sagen kann, ist, dass sie auch nicht das Gegenteil machen, nämlich Abtreibungsinformationen zu schützen. Das könnten sie nämlich, so wie sie es auch mit Covid-Informationen gemacht haben. Und was dann im Umkehrschluss passiert ist, dass durch dieses Nicht-Schützen wie so ein Vakuum entsteht, was dann gefüllt wird. Für ein paar Jahre waren das vor allem dann so Anti-Abtreibungs-Websites, die man gesehen hat von den sogenannten selbsternannten LebensschützerInnen. Und heute wird das zum Glück ein bisschen weniger. Das sind dann eher so, laut meinem Kollegen, der die Suchmaschinenoptimierung macht bei Women on Web, sind das eher so spammy andere Seiten, die dann stattdessen hochkommen. Das Problem bleibt aber, Webseiten, die die zuverlässige Information zur Abtreibung geben, haben es schwer und sind nicht geschützt. Und dadurch gibt es ganz viele Menschen, die nicht an die Informationen rankommen, an die sie rankommen müssen. Ich habe ein interessantes Beispiel mitgebracht. Ich finde das immer ganz lustig. Das ist nicht die jetzige Website, das ist jetzt ein bisschen schon der Nachfolger, aber es gab mal eine polnische Scam-Website, die hat Women on Webs Inhalt einfach so häppchenweise kopiert und das sehr auf ein bisschen andere Weise eingepflegt und hat uns dann komplett outranked und war dann immer Nummer eins, wenn man danach gesucht hat und hat die Leute dann völlig abgezogen und eine Bezahlung nach Bitcoin gefordert und dann netterweise die Leute nachher noch zu uns geschickt und weitergeleitet auf unsere Website. Aber man kann ganz klar sagen, dass Googles Ziel, die
die Suchergebnisse zu optimieren für die Menschen, die da gerade suchen, auf jeden Fall überhaupt nicht geklappt hat, weil diese Scam-Website war ganz oben, Women on Web nicht. Ich habe noch ein paar andere kurze Eindrücke mitgebracht. Ich habe es jetzt mal genannt, Day in the Life von unserem Social-Media-Team. Ich würde das jetzt gerne so erzählen, als hätte ich damit gar nichts zu tun. Leider bin ich auch ein bisschen involviert, aber zum Glück nicht als Hauptperson. Genau. Aber hier sieht man das mal. Das sind zum Teil echt harmlose Posts und ständig sieht man da Women on Web Posts, Go Against Our Community Standards, Error, This account has been disabled. Community Standard Violations. Hier Venny Alasjura, das ist meine Chefin, deren privater Account wurde dann auch komplett gesperrt. Und ich zeige euch mal ein paar Beispiele. Zum Teil solche süßen Posts hier mit Misoprostol und Mifepriston, so heißen die beiden Pillen, die man braucht, um eine Abtreibung zu machen, wurde direkt removed. Genau. Im selben Zug mit anderen Community Guidelines, so wie als würde man praising a terrorist attack, supporting violence against a particular group of people, supporting or promoting harmful criminal activity such as human trafficking. Also in dem Zuge wird dann so ein Post runtergenommen. Hier nochmal Facebook wurde auch nochmal rausgeholt. Und dasselbe habe ich schon gesagt, meine Kollegin, die da in manchen Ländern gezielt Ads platziert, weil das schwierig ist, Leute zu erreichen, ist jetzt auch nicht gerade der einfachste Job. Also wie man hier sieht, geht das ganz selten durch. Was wir jetzt also sehen, ist, dass der Kampf um Abtreibung und sicheren Zugang zu Abtreibung nicht, wie viele denken, also das hat natürlich auch damit zu tun, ihr hört das vielleicht dann eher so Gehsteigbelästigung und jetzt kürzlich in Berlin, letzte Woche waren der sogenannte Marsch für das Leben, vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört, das sind Anti-Abtreibungsmenschen, die sich da irgendwie organisieren, die sind ja sichtbar, die sieht man, da kann man irgendwie dann auf eine Gegendemo gehen und so weiter. Aber was wir eigentlich sehen, ist, dass der Kampf um Zugang zur Abtreibung heute vielleicht nicht vor allem, aber auch auf jeden Fall online stattfindet und wirklich Menschen auf aller Welt keinen Zugang zu zuverlässigen Informationen zur Abtreibung haben. Und wie weiter, was macht man da? Women on Web hat das ja 2020 sehr an der eigenen Organisation erlebt und hat dann geschaut, sind wir hier eigentlich die Einzigen mit diesem Problem? Und dann stellte sich raus, nein, es sind ganz viele Organisationen, die so an der Schnittstelle zwischen Telemedizin, Online-Informationen, Repro-Themen, Abtreibung und so weiter arbeiten. Und daraus wurde dann so ein kleines Arbeitsbündnis gebildet. Klein kann man nicht sagen. Ich habe mich gerade gefreut. Amnesty International ist zum Beispiel auch dabei. Und andere Organisationen, die sich da zusammentun, um Druck auszuüben auf Big Tech, um da nachzuziehen. Genau. An dieser Stelle würde ich, glaube ich, belassen, weil ich bin ganz gespannt, an welcher Stelle eure Gehirne so stehen geblieben sind und ihr denkt, Moment mal, wie funktioniert denn das eigentlich oder wie funktioniert denn das einfach eigentlich? Wir haben hier eben auch schon über Gesetze geredet und so weiter. Also ich freue mich, jegliche Art von Fragen zu beantworten, die euch interessieren. Jo, danke schön, Inga. Dann gucken wir mal nach den ersten Händen, die wir im Publikum erspähen. Ja, Ipank, wärst du so gütig? Ach, ich bin, stimmt, wir haben ja nur, ich mache das, bitteschön. Hi, meine Frage ist, kann man die Pillen auch in anderer Form herstellen? Briefmarken zum Beispiel, was harmloser aussieht. Kann man die Pillen auch in anderer Form herstellen? Zum Beispiel in Briefmarkenform. Dinge, die sich leicht verschicken lassen und nicht nach Tabletten aussehen? Da habe ich keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber was ich sagen kann, das Verschicken von den Pillen ist eigentlich
Also nicht das Hauptproblem. Es gibt tatsächlich Länder, in denen das leider, leider nicht möglich ist. Also 170 Länder sind ja schon viele Länder. Und es gibt ein paar Länder, in denen telemedizinische Services wie Women on Web oder Women Help Women, da gibt es noch ein paar andere, nicht helfen können. Zum Beispiel Brasilien ist eins der Länder, in denen, ich meine, hat natürlich, wohnen auch viele Menschen dort und hat eine sehr restriktive Abtreibungsgesetze. Da gehen keine Päckchen durch. Genau. Da ist das ein Problem, aber genau, das ist jetzt noch nicht die Stellschraube, über die ich nachgedacht hätte. Ja. Okay, danke schön. Weitere Fragen? Zwei. Ich fange mal hier vorne an. Huch. Vorsicht. Ich wollte fragen, ganz am Ende hattest du gesagt, es gibt die Initiative Repro Uncensored. Mhm. Könntest du vielleicht sagen, was für Initiativen es dort gibt? Also was wird getan, um auf Big Tech Einfluss zu nehmen? Mhm. Oh, da hätte ich eigentlich ein Foto mitbringen können. Das habe ich leider vergessen. Da gibt es unterschiedliche Strategien. Einer natürlich ist so öffentlicher Druck. Letzte Woche war ja in New York die UN General Assembly und da hat Repro Uncensored und somit auch Women on Web und ein paar andere Organisationen so riesige, wie heißt das, also mit so Beamer an so Hauswände in Manhattan, riesig groß, in 10, 15 verschiedenen Sprachen zum Thema Abtreibung angestrahlt. Das sind so Sachen. Es gibt auch zum Teil so Meetings mit Vertretern von Meta zum Beispiel oder von Google. Da bin ich nicht ganz im Bilde, wie weit es da gerade so ist. Also, aber das passiert auch. Genau, und vor allem, was Repro Uncensored noch so macht, ist überhaupt erstmal, das ist ja ein relativ neues Bündnis, erstmal das Thema in unterschiedlichen Communities zu spreaden. So zum Beispiel habe ich auch heute die Ehre, hier zu sein. Also falls ihr Lust habt, mitzumachen oder euch in dieses Thema einzufuchsen, freuen sich die KollegInnen bestimmt. Dankeschön, Inga. Genau, Inga ist auch noch ein bisschen da. Ihr könnt auch gerne danach auf sie zugehen und ihr Fragen stellen. Wir haben noch eine weitere Frage aus dem Publikum. Wie seid ihr mit der Seite umgegangen, die euch erst den Content und dann die NutzerInnen geklaut hat? Habt ihr versucht, die aktiv wieder aus dem Netz zu drängen? Habt ihr versucht, dass Google die Seite vielleicht sperrt? Das Problem hat sich dann für Women on Web persönlich recht schnell gelöst, weil die sind dann zum nächsten telemedizinischen Service übergegangen. Also haben sie nicht mehr Women on Web benutzt. Genau, also die sind auch fix. Das hat es dann wieder verändert. Deswegen gab es da jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange die in der Form online war. Das dauert ja auch dann immer für Women on Web erstmal eine Weile, sowas überhaupt rauszufinden. Genau, wenn dann einem verwirrte Menschen schreiben, was ist da los? Genau, aber ich glaube, da sind keine spezifischen, in dem Fall keine spezifischen Folgen von unserer Seite dann passiert. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Sieht nicht so aus. Dann Dankeschön, Inga, und einmal einen großen Applaus, bitte, für deine Information. Ich habe noch einen Hinweis. Ich habe noch einen Hinweis. Da hinten an der Bar gibt es nicht nur Getränke, sondern ich habe da auch ein paar Sticker mitgebracht. Und ich würde sie nicht gerne wieder mitnehmen. Also ihr könnt gerne da einmal zulangen. Sehr gut, Dankeschön. Dann einmal nochmal Applaus für Inga, bitte. Ein bisschen engagierter, Dankeschön. Jetzt machen wir eine 3-sekündige Umbaupause.